Let's Play Alan Wake 33. Das Einzige, was mir aus dem Geschichtsunterricht in Erinnerung geblieben ist, ist die dumme Floskel 333 bei Issos Keilerei. Ja, da fehlen uns ja jetzt noch ein paar Folgen, bis wir so weit sind. Hubschrauber. Das ist Sarah, oder? Awesome. Luftunterstützung ist immer gut. Ob die auch einen Airstrike können? Brauchst ja nur Licht. Das sind ja solche Luschen, die brauchen ja nicht mal richtigen Beschuss. Das ist übrigens eines der tollsten Lieder von der isländischen Band Sigur Rós oder Sigur Rós oder was auch immer man die Luschen ausspricht. Brauchen ja nicht mal Feuer. Das Lied heißt, ich kann leider kein Isländisch, aber der Titel heißt übersetzt The Morning After the Airstrike. Übersetzt. Okay. Das ist so ein geiles Lied, das dauert irgendwie 8 Minuten oder so. Und hat ein Wahnsinnsmusikvideo. Ich hoffe, das gibt's komplett. Wenn ja, verlinke ich es euch. Ein tolles Lied. Geht's vielleicht nichts für den Freund der albernen Metal-Muse, aber vielleicht für all die anderen. More of them. Ja, ein bisschen was bringt ja der Hubschrauber, oder? Ja, natürlich. Der hilft mir total. Der schmeißt ein bisschen. Was ist los? Wie Hank Azaria in dem total überflüssigen Superheldenfilm Mystery Man. Da ist er nämlich, ich weiß nicht mehr, wie sein Held heißt, aber seine Superkraft ist, er kann mit Gabeln extrem präzise werfen. Trägt auch immer so eine Turban und ist so der orientalische Gabelwerfmeister. Da gibt es eine Spitzenwebsite, die muss ich mal raussuchen, wo so useless Superpowers zusammengefasst werden. Es gibt irgendwie, ich glaube, jeden Tag oder jede Woche eine neue. Wie zum Beispiel irgendwie, dass die 13. Kugel, die in dich eindringt, die prallt ab. Also du wirst quasi 12-mal erschossen, die 13. prallt ab. Oder Rest habe ich vergessen. Ja, der ganze Film Mystery Man basiert ja ein bisschen darauf. Da ist Ben Stiller, ist der Mr. Furious, der so unfassbar wütend werden kann. Wofür Ben Stiller natürlich prädestiniert ist. Und William H. Macy ist der Schaufler, der total gut schaufeln kann. Und dann gibt es noch den Unsichtbaren und was mit dem auf sich hat, das müsst ihr euch eigentlich selber ausschauen, weil es ist eine ziemliche Pointe in dem Film. Sehr lustig. Trotzdem merkwürdiger Film. Gibt es eigentlich irgendeinen Film, in dem Steve Martin und Ben Stiller zusammenspielen? Noch nicht. Oder? Weiß ich nicht. Weil die ja beide denselben Charakter, wenn wir abdenken, der, den man gerne verlieren sieht. Ja. Wie Boris Becker. Und Nathan Drake. Ich finde schade, dass Steve Martin keine Filme mehr macht. Vor allem keine mehr, die so albern sind wie diese Carl Reiner-Filme früher. Das ist der Wahnsinn. Ich folge Steve Martin auf Twitter. Der ist so gut. Der schreibt das scheinbar an sich selbst. Behauptet er das? Schweinewitzig. Ist ja heute nicht mehr üblich, dass man seine Profile selber pflegt. Ja, ich angeblich ja auch. Hat auch gar nicht Horst Seehofer persönlich zu dieser Facebook-Party im P1 eingeladen. Was für eine Facebook-Party im P1? Ach, es sollte wohl irgendwie so eine Facebook-Party im P1 geben, die von, zu der Horst Seehofer von seinem Facebook-Profil aufgerufen hat und dann irgendwann haben sie wohl gemerkt, dass es doch keine so gute Idee ist, einfach mal jeden zu einer Party im P1 einzuladen. Zumal da auch nicht jeder reinkommt. Ich zum Beispiel nicht. Wobei jetzt, wo ich von hier als Bestechungsgeld einen fetten Sportwagen und ein Motorboot bekommen habe. I recognize the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Ah. Hat dir Rockstar Games denn das geheime Handzeichen gezeigt, mit dem du überall reinkommst? Und mit ja. dem du auch den Stau umfahren kannst immer und so? Ja, das darf ich jetzt aber nicht zeigen, was die jugendfrei ist. Ach so. Safe Haven, das klingt doch gut. Hold it right there! Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it! You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me! About time! Young man, I've been waiting a very long time for you.
Die sieht halt aus wie meine Oma, als die jünger war noch. Schon ein bisschen creepy. Excuse me? What you need to drive the darkness back. The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number one. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, hmm? No, I have a secret route, a lit route, an old water pipe. Uh-oh. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Convenient. Haven't you? You can see the signs. Very few people can. Yes, please. Take what you need. This is all for you, for the likes of us. We do Tom's work, don't we? Hurry! The switch is on the wall facing... Jaha, ist ja gut. Oh, ist das hell. Die hat aber echt eine Menge Kram. Ja. Aber wir müssen ja jetzt auch gleich eine Menge Kram erschießen. Zumindest hat uns das die Videospiellogik beigebracht. I cannot take you to the well-lit room if the lights in the pipe go. Das hat den Glühbirnenherstellern nämlich auch wieder keiner gesagt, dass sie mit ihren Energiesparlampen, dass du aber alt aussiehst, wenn der Taken kommt. Ja. Weil bis die hell sind, bis dahin ist der Taken schon längst bei dir. Darkness waits in my dreams and I miss you, Tom. Da soll es zurzeit eine sehr sehenswerte Doku geben. Bulb Fiction heißt die. Cool. Ja, darüber, wie das mit den Energiesparlampen ein riesiger Witz ist. Weil die anscheinend extrem gefährlich sind, wenn da eine kaputt geht. Wie gefährlich? Naja, die fällt runter und dann entsteht, wenn es blöd läuft, Quecksilberdampf. Und der ist nicht unbedingt der Gesundheit zuträglich. Da ist halt dann mal schnell dein Haus verseucht und dein Kind verliert alle Haare, so ist es zumindest in der Doku. Oder sowas neulich in der Doku im Fernsehen. Und anscheinend war es so, dass die Gefährlichkeit von den Quecksilbergeschichten in Energiesparlampen, das wurde anscheinend mit so circa 3 Proben getestet. Und dann haben sie gesagt, ja okay, bei den 3 ist nichts passiert, dann werden die anderen schon auch in Ordnung sein. Aber wenn ihr es genau wisst, guckt euch den Film an. Oder kann es sein, dass du so ein Lobbyist bist gegen Energiesparlampen? Nee, aber ich verstehe es halt ehrlich gesagt auch nicht ganz. Play auch irgendwie versucht. Ich weiß nicht, ich mochte halt die alte Glühbirne ganz gern. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Das ist ja auch im Darkness-Display hier groß verhagen Retas Anti-Energiesparlampen-Ding. Ja, weil er recht hat. Außerdem finde ich das Licht auch scheiße von Energiesparlampen. Und man schaltet das Licht an und bis man dann was erledigt hat, bis dahin ist es noch nicht mal hell und da kann man wieder rausgehen. Das hat er schon richtig erkannt, der Herr Rieter. Ich mochte die alten Glühbirnen. Wenn ihr auch die alten Glühbirnen lieber mochtet als Energiesparquatsch, dann Daumen hoch. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way. Ach, da ist jetzt das Rätsel, ne? Ja, da ging das noch gleich. Muss das alle 3 an sind, oder? So ging's. Ja. Wow. Next stop, Rocket Science. Spitzenzitat übrigens aus King aus Twin Peaks. Ja. Also es gibt's auf YouTube? Wir finden's raus. Wer sagt das noch gleich? Das Big Ed, oder? Der Bruder von dem Hotelbesitzer. Ach ja. Als sie in dieser Kneipe sind und dann kommt die Bedienung an und sagt,
So, what do you guys want? Und dann sagt er, Long Island Iced Tea. I have a Long Island Iced Tea as well. So, that's two Long Island Iced Teas. Und dann sagt er, next stop, Rocket Science. Das ist, als sie in dem Bordell sind, über der Grenze, oder? Genau. Und da ist auch der verkleidete Ed von der Tankstelle dabei. Stimmt. Und dann spricht er die Bordellbesitzerin an, die nach 80er Jahre Maßstäben anscheinend sehr hübsch ist. Heutzutage sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Da sagt sie dann auch irgendwas Zweideutiges, was zum Thema Motoren oder so. Und Big Ed sagt, well, I sure like to take a look under your hood. Weaver's waterpipe passage should now be good to go. Da zeigt auch Audrey Horn, nicht verschwägert mit unserem Chef André Horn. Und Nicole Horn aus Max Payne. Den berühmten Trick mit der Kirsche. Was ist denn der Trick mit der Kirsche? Naja, sie bewirbt sich für eine Stelle in dem Etablissement und die Chefin ist noch ein bisschen skeptisch, ob denn Audrey Horn die richtige ist. Und dann nimmt Audrey Horn eine Cocktailkirsche, die in einer Schale auf dem Tisch steht, mit Stiel und nimmt die Kirsche in den Mund und holt sie wenige Sekunden später wieder raus und im Stiel ist ein Knoten drin. Und schon hat sie den Job. Okay. Die würde ich aber auch einstellen. Ah! Das ist Sherilyn Fenn, die hat die Horn und die hat sich danach, aus der ist auch nicht mehr viel geworden, glaube ich. Die hat sich dann für einen Playboy mal entblättert. Das wäre nicht. Ich? Noch nicht. Ja, wenn es im Kanal weiter so läuft, dann. Oh oh. Da sägt's doch irgendwo. Ja. Kannst du dir eigentlich nicht auch wie bei Bulletstorm in diese Kabel reintreten oder so? Ich kann sie zurückdrängen. Und die laufen dann da rein? Das Problem ist, es erfordert einen gewissen Timing und das ist eigentlich erst machen, wenn die schon ganz nah dran sind. Ja, das war sehr, sehr dumm. So dumm war's gar nicht. Also, da steckt aber einiges weg. Hat er auch ein Fichtenmoped. Warte mal, hier ist eine Seite. Zumindest vermute ich, dass hier eine Seite ist. Auf Nightmare ist hier eine Seite. Wie immer. Das ist wie die Mutter von Kevin allein zu Hause, die denkt, dass sie was vergessen hat. Dann hat sie ja tatsächlich Kevin vergessen. Und das soll mir nicht passieren. Macaulay Culkin ist auch schon wieder total hinüber angeblich. Das glaubt man der Bild-Zeitung. Weiß ich nicht, über den wird alle zwei Jahre mal berichtet und dann heißt es immer, dem geht's scheiße. Wie beschissen kann es denn noch gehen? Weiß ich nicht. Guck dir die Fotos an. Schlimm. So sind sie. Hamash. This way, young man. Follow me. Come, come, the pipe's empty now. We're ready to go. Nö. This way. We need to go. I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. I was jealous. There was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. The witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, Tom. He left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there.
It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written, and none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom, that's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light, but the darkness stays with you. Use a stain. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello? Ow! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend! Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. Ja, ob Barry und Sarah Breaker aus dem Hubschrauberwrack lebend rauskommen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dann. Ciao. Servus.